Der neue She-Hulk-Trailer ist gedroppt und ich würde sagen, wir machen eine Trailer-Action. Let's go! Okay, wir sind in New York. Ein Superheld zu sein. Okay, ein Superheld zu sein. Ist immer eine Feuerprobe. Wer soll die Welt beschützen? Okay, Bruce Banner spricht. Leute wie du. Okay, sieht nice aus. Könnte so ein bisschen die Comic-She-Hulk sein. Ah, mal schauen. Jennifer Walters, okay. Ich bin Anwältin. Ich habe tolle Freunde. Kriegen wir ein paar Shots? Es ist ein Notfall. Einen anspruchsvollen Job. Wir haben jetzt eine Abteilung für Supermenschenrecht und ich möchte, dass Sie also She-Hulk... Ah, wie in den Comics. Nicht schlecht. Und eine anstrengende Familie. Ja, wir wollten das nicht, Cousinchen. Aber wir müssen damit klarkommen. Deine Verwandlungen werden durch Wut und Angst ausgelöst. Als gäbe es eine Frau, die sich damit nicht bestens auskennt. Ja, also ein bisschen Sarkasmus, wow. Das ist halt sie, ne? Du weißt schon, dass mich das zerteilt, wenn ich mich nicht verwandle, ja? Ja, okay. Ja, ja, ja. Hier ist es eher wie auf, bis auf mehr auf lustig. Ich will nur eine ganz normale Anwältin. Ja, okay, sein. Mehr lustige Good Life-Serie. Ja, der Anfang halt von ihr. Dein Hintern sieht echt irre aus. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus, wie viele das gesagt haben. Du könntest ein Avenger sein. Oh, ich bin keine Superheldin. Das ist was für Milliardäre und Nazis. Oh, wer das wohl sein könnte? Tony Stark. Grund. Ja. Abomination, ah. Die Anwältin, ja. Gibt es was Deprimierenderes als Daten in seinen 30ern? Ja, das war mein bestes Date seit langem. Oh. Teilen wir uns die Pause. Geil. Gibt es die auch zum Mitnehmen? Geil. Ja, also She-Hulk, die Anwältin, der Trailer ist ja gedroppt, erscheint am 17. August 2022 und muss ganz ehrlich gestehen, es geht sehr stark nach den Comics. Wenn man diesen Comic hier kennt, dann weiß man, so dass es ein bisschen die Vorlage. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der Trailer hat mir soweit ganz gut gefallen. Ist jetzt nicht so das Nonplusultra wie Moon Knight, wo ich sagen würde, da wäre ich jetzt richtig Hype drauf. Aber sie ist halt wichtig und sie kann auch ein wichtiges Mitglied werden der Avengers. Also muss man sich auch diese Person anschauen. Es wirkte teilweise wie so eine nicht so hochglanzmäßige Serie, aber wir lassen uns was Besseres belehren. Die CGI-Effekte sind bestimmt noch nicht ganz fertig, das ist halt, so halt. Aber ich denke mal, bis dahin sind die auch wirklich, sag mal, on point. Was meint ihr? Wie fandet ihr den Trailer? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, so eine solide 7 von 10 würde ich den Trailer geben. War in Ordnung, man hat ein bisschen was gesehen und das reicht auch, ne? Hulk wird noch kommen, Wong, Abomination. Mal schauen, was das so ein bisschen bringen wird. Vielleicht sehen wir auch einen Red Hulk.